Jetzt freue ich mich sehr. Unser kleiner, lieber Vorschau-Monitor macht noch ein bisschen, was er will. Mal gucken. Aber zur Not sind wir mit Vanessa über diese Monitore gleich verbunden. Auf alle Fälle, ihr werdet sie da draußen auch vollumfassend sehen. Mutige Studierende sind jetzt gesucht. Da ist sie schon im digitalen Raum. Es geht jetzt um KI. Gründertum als Karrierechance ist ein Thema, das wir interessanterweise, obwohl wir viel mit GründerInnen zu tun hatten seit gestern, in der Sache noch nicht so sehr vertieft haben, tun wir jetzt. Vanessa ist seit dem 1. Mai 2020 Geschäftsführerin im KI-Bundesverband und zu ihren Verantwortungsbereichen gehören das Mitglieder- und PartnerInnen-Management und die Verbandsentwicklung. Und sie wurde für ihren Einsatz, und es gibt viele im Raum hier, die sie total feiern, weil sie sie schon kennen, für ihren Einsatz für den europäischen KI-Standort wurde sie 2022 von Forbes als eine der 30 spannendsten Menschen unter 30 Jahren ausgezeichnet. It's a scoop to have you, Vanessa. Eigentlich wolltest du kommen, ging jetzt doch nicht. Wir freuen uns total, dass du da bist und die Bühne gehört dir. Und eure Fragen sind krass willkommen. Also Fragen digital und analog danach. Absolut, absolut. Hallo nach Heilbronn. Ich freue mich sehr, heute zumindest digital dabei sein zu können. Ich bin hobbymäßig noch Boxerin und habe tatsächlich 2 Tage, bevor ich fahren wollte, echt heftig eine auf die Nase bekommen. Deswegen gestern noch mit Schwindel und Kopfschmerzen unterwegs und konnte deswegen nicht aufbrechen. Heute geht es mir Gott sei Dank besser. Heute ist die große Frage, wir suchen mutige Studierende und warum, das will ich euch und Ihnen jetzt in den nächsten 20 Minuten näher bringen und dann freue ich mich auch auf Ihre Fragen. KI-Gründertum ist nämlich in meiner Wahrnehmung eine riesen Karrierechance und ich hoffe, ihr geht alle hyped gleich raus und habt viele Ideen im Kopf und wollt kreativ werden und loslegen. Weil, ihr merkt es sicher, künstliche Intelligenz verändert die Welt und das nicht erst in einer Dekade, nicht in ein paar Jahren, sondern sie verändert die Welt schon heute. Für mich und ich bin mir sicher auch für euch ist DeepL zum Beispiel eine entscheidende Plattform. Wir können mittlerweile global in mittlerweile 37 Sprachen interagieren, nicht mal mehr auf Knopfdruck, sondern ihr seht, das funktioniert wirklich reibungsfrei direkt in der Minute, in der ich es eintippe. Und dementsprechend, KI ist da wirklich jetzt schon eine riesen Möglichkeit, um uns global auch näher zu verbinden, näher zusammenzubringen und Sprache nicht mehr zu der großen Hürde zu machen. Oder auch, wenn wir einkaufen gehen. Bei mir um die Ecke zum Beispiel gibt es den Rewe Pick-and-Go-Store hier in Berlin. Ich kann einfach mit einem QR-Code mich einscannen, gehe in den Laden, kaufe ein, was ich möchte und muss keine Kassiererin oder Kassierer am Ende noch in der Schlange belästigen oder selbst zum Self-Checkout, sondern kann dann einfach aus dem Laden marschieren über Computer Vision, werden einfach meine Fußabtritte gemonitort, während ich im Laden bin. Der Einkaufsladen weiß also selbst, was kaufe ich ein und was wird mir am Ende dann auf die Rechnung gestellt. Oder auch bei Miele. Ich selbst bin keine gute Bäckerin, aber zum Beispiel Miele kann es möglich machen, dass man mittlerweile einen perfekten Hefezopf auch dann hinbekommt, wenn man nicht die großen Backskills hat. Man kann monitoren, was ist gerade im Backofen los. Man sieht das Bild und tatsächlich Miele gibt einem sogar Feedback, je nachdem, in welchem Kulturkreis man unterwegs ist, auf wie lange dann die Pizza im Ofen schmoren sollte. Die haben darüber zum Beispiel auch herausgefunden, dass die Italienerinnen und Italiener ganz anders ihre Pizza zubereiten als die Deutschen. Wir in Deutschland mögen es zum Beispiel, dass unsere Pizza deutlich länger drin bleibt als in Italien. Also dementsprechend kann Miele uns da auch nochmal Feedback geben, zu wie lange wir alles im Ofen garen sollten und uns da wirklich auch individuell Anpassungen geben und Feedback geben. Oder letztlich, und das ist ein Bereich, den ich ganz spannend finde, gibt es auch ganz viele Anwendungen mittlerweile für die Industrie. Hier zum Beispiel von einem Unternehmen, die sind auch bei uns im Verband Mitglied, Micropsy Industries. Man sieht jetzt hier auf der linken Seite, man braucht gar keine Fachkenntnisse mehr in der im Coden, um den Roboterarm auf die eigenen Bedürfnisse zuzutrimmen, sondern kann einfach mit der Hand delegieren, wo der Roboterarm hinwandern soll und danach lernt der Roboter das von sich aus und ahmt das nach.
Warum ist KI aber gerade jetzt so stark in den Medien? Und das liegt an einem Schwung, den wir derzeit sehen im Bereich generative KI, eine neue Generation an künstlicher Intelligenz, die gerade auch die Entwickler und Entwicklerinnen ziemlich in Bann hält. Und wir alle beobachten Tag für Tag, welche neuen Entwicklungen gerade rauskommen. Also es ist eine super spannende Zeit, um gerade auch in der KI-Branche unterwegs zu sein. ChatGPT, ich bin mir sicher, ihr habt das auch schon das eine oder andere Mal ausprobiert. ChatGPT hat deswegen auch so einen Einschlag bekommen, weil es einfach unfassbar schnell gewachsen ist. Also innerhalb von 5 Tagen ist ChatGPT auf 1 Million Nutzerinnen und Nutzer gewachsen. Netflix hat zum Beispiel noch 3,5 Jahre gedauert, Airbnb 2,5, Facebook 10 Monate, Spotify 5 und Instagram 2,5 Monate. Nur 5 Tage. Das ist wirklich was, was wir in der Geschwindigkeit noch nicht davor gesehen haben. Es hat dann gerade mal 2 Monate gedauert, dass wir zu 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzern gekommen sind. Also dementsprechend super spannend, was da gerade passiert. Ich habe zum Beispiel auch im Vorfeld mal kurz, Team vom Stifterverband hat mich nach einem Abstract gefragt. Da habe ich auch mal kurz die Frage an ChatGPT weitergegeben. Also auch da, es ist wirklich sehr geschliffen, was da so rauskommt. Man kann dann teilweise noch detaillierter reingehen und ein paar Tipps geben, in welche Richtung dieser Abstract formuliert werden soll. Und dann bekommt man wirklich ganz gute Ergebnisse, egal welche Fragen einen gerade tangieren. Auch im Bereich Bild passiert super viel, auch übrigens aus Europa. Das vergessen wir ganz oft, wie viel hier eigentlich auch vor unserer Haustür los ist. Hier zum Beispiel habe ich Stable Diffusion, kam von der LMU München auch rund um ein Team, gefragt nach the most amazing dream you ever had about robots. Und man sieht, ich finde die Bilder echt super kreativ, sehr bunt. Ich persönlich könnte es nicht annähernd so gut zeichnen. Und also wirklich Wahnsinn, was da innerhalb von wenigen Sekunden an Ergebnissen mittlerweile geliefert werden. Noch näher an euch in Heilbronn dran ist das Unternehmen Aleph Alpha zum Beispiel. Auch die arbeiten mit generative KI. Hier zum Beispiel haben sie 3 Bilder von Pferden und als Input B einen Menschen im Weltraumanzug eingegeben. Und der Output ist dann direkt ein Mensch im Weltraumanzug, sitzt auf einem Pferd und es sieht aus, als hätte man es gerade vor ein paar Sekunden fotografiert. Genauso, und das finde ich auch ziemlich beeindruckend, man kann mittlerweile auch sehr viel multimodal, nennt sich das, kombinieren, also Bild und Text. Hier zum Beispiel hat Aleph Alpha ein Bild genommen von einem Menschen im Weltraumanzug und sogar nur eine gezeichnete Katze, die auf dem Level ist, wie ich zeichnen kann. genau, also hier einfach nur ein Strichmännchen eigentlich. Und trotzdem erkennt es hier Luminous, die AI von Aleph Alpha, direkt als Katze und weiß, wie es umzusetzen ist, nämlich eine Katze in einem Weltraumanzug, in einem photorealistic scene, high resolution, der Face ist. Das war die Beschreibung, die sie dazu noch reingegeben haben. Also wirklich Wahnsinn, was da gerade passiert, und viele Unternehmen, auch die Unternehmen in der Heilbronner Region, setzt es jetzt gerade vor die große Frage, klar, die Chancen von KI sind offensichtlich, aber wie setzt man es jetzt im Unternehmen um? Also die Frage, mache ich es selbst und hole mir die richtigen Talente an Bord oder kaufe ich es ein? Und für viele ist tatsächlich die einfache Antwort zu sagen, klar, ich kaufe es ein. Weil wenn man mal vor die Haustür guckt, dann gibt es unfassbar viele Unternehmen auch in Deutschland, die sich mit KI beschäftigen und entsprechend halt wirklich Dienstleistungen oder auch KI-Produkte von der Stange eigentlich liefern. Also KI-Startups. Die sind in allen möglichen Feldern unterwegs, in vielen Industrien zum Beispiel fokussiert auf Landwirtschaft oder Finance und Insurance, den Bereich Manufacturing, also wirklich querbeet, alle möglichen Sektoren sind natürlich betroffen von dem Wandel durch KI und sehen die Chancen dahinter und können diese nutzen. Aber natürlich auch die ganzen Abteilungen, wo Prozesse sehr oft sehr, sehr langsam und zäh sind, also zum Beispiel im HR-Bereich oder im Marketing-Bereich, im Sales-Bereich, auch da kann KI eine Unterstützung sein. Was ich sehr viel gefragt werde, ist, mit Blick auf diese Landkarte, ja, es scheint viel zu geben, aber warum kennt man diese KI-Unternehmen oft nicht so aus Deutschland? Warum fallen einem immer wieder Unternehmen eher ein wie OpenAI oder Palantir, die eher aus den USA kommen? Und tatsächlich ist es so, es gibt ein paar Landkarten wie diese hier, aber CB Insights hat zum Beispiel mal die Unternehmen hier in der Landkarte zusammengefasst, die sie global als die
so aufstrebenden KI-Startups wahrnimmt. Und was man immer wieder feststellt auf diesen Landkarten ist, leider sind immer noch, kommen die Unternehmen aus Europa zu kurz. Die werden eigentlich auf einer weltweiten globalen Bühne noch nicht so wahrgenommen. Die wachsen noch nicht zu dem Level, dass wir sie global kennen und auch deren Services nutzen. Hier zum Beispiel, ich habe einfach mal in Rot umkreist, welche Unternehmen aus Europa kommen. Und das betrifft auch ganz viele übrigens immer noch aus Großbritannien. Aus Deutschland kommen nur eine Handvoll davon. Also dementsprechend, die fallen immer noch nicht auf, auch wenn wir sie klar vor der Haustür haben. Aber sie wachsen einfach nur nicht auf das Level, auf dem wir sie gerne global hätten, sodass wir halt auch auf einer weltweiten Bühne gut mitspielen können. Und ich spreche viel mit KI-Startups und was ich feststelle ist, es gibt verschiedene Hürden, die eigentlich immer wieder die Gründerinnen und Gründer umtreibt von KI-Startups. Auf eine Hürde möchte ich gleich insbesondere hingehen, aber nur der Vollständigkeit halber. Also es ist immer noch sehr, sehr problematisch in Europa an die großen Summen an Investment zu kommen. Deswegen ist auch so wichtig, dass Heilbronn sich da mit dem Zukunftsfonds und mit Born to Grow auch mehr in Richtung Investment aufstellt und da wirklich Antworten liefert, auch große Summen an Investment liefern kann. Auch die Kunden sehen zwar mittlerweile die Chancen, investieren aber immer noch viel zu wenig in KI. Und auch das Thema Daten, weil KI speist sich letztlich aus Daten, sind immer noch nicht leicht genug verfügbar. Worauf ich aber heute insbesondere eingehen möchte, ist auf eines, was ich als eine der maßgeblichen Chancen für unseren Standort einsehe, wo wir Potenziale aber noch nicht genug erheben. Und das ist nämlich insbesondere der wissenschaftliche Bereich. Wenn man sich anschaut, wo wir im Bereich der KI-Forschung stehen, dann ist das schon ein extrem hohes Level in Europa und auch in Deutschland. Also Unternehmen oder Institute eher, Forschungsinstitute wie jetzt das Max-Planck-Institut oder die Fraunhofer-Gesellschaften oder auch das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und natürlich auch Universitäten wie zum Beispiel die TU München, die ja in Heilbronn auch einen Standort hat und auch viele Baden-Württemberger Universitäten wie das KIT oder die Universität Mannheim, die werden global wirklich sehr stark wahrgenommen. Und wir veröffentlichen extrem viel in KI-Fachzeitschriften und das wird gelesen. Ich habe zum Beispiel erst vor ein paar Wochen auch auf einer Konferenz einen Professor kennengelernt, der im KI-Bereich ziemlich renommiert unterwegs ist. Und er kam erst zurück von einer Fachkonferenz in Austin, Texas. Und was er mir erzählte ist, er wurde dort, also eine Gruppe von Techies von einem großen Technologieunternehmen, das wir alle kennen und nutzen, aus den USA ist auf ihn zugekommen und meinte zu ihm, hey, können wir Sie auf einen Mojito einladen? Und er war erstmal ganz verdutzt, weil er kannte diese Gruppe erst gar nicht und meinte dann, warum? Und was sie meinten ist, hey, wir haben erst ihren Artikel in der aktuellen Fachzeitschrift gelesen und darauf aufbauend eine Anwendung entwickelt, die uns mittlerweile mehr als 1 Milliarde US-Dollar gebracht hat. Und dafür würden wir uns gerne bedanken. Und das ist leider eines von vielen Beispielen, wie wir sie kennen, wo wirklich wir einfach aus dem, was wir geschaffen haben, forschungsmäßig geschaffen haben, zu wenig gemacht haben. Und hier spielen Universitäten eine besondere Rolle, denn man merkt, dass der Gründungsoutput von Hochschulen und der Forschung auch im KI-Bereich zwar deutlich besser ist als bei Startups im Generellen, also Hochschulen forschungsnahe Ausgründungen liegen ungefähr bei 32,5% im KI-Bereich. Aber das ist wirklich noch ein Potenzial, was wir deutlich mehr erheben können, aufbauend darauf, dass wir so stark in der Forschung unterwegs sind. Und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass wir letztlich immer noch zu wenige, wie ich finde, KI-Startups in Deutschland haben. Also es sind ungefähr 350 Unternehmen. Jetzt gerade den Downer in den letzten Jahren kann man natürlich anhand von der Covid-Pandemie und auch in der Wirtschaftskrise jetzt bemessen. Das Ganze geht wieder nach oben. Jetzt gerade sehen wir einen größeren Schwung. Aber auf einer globalen Ebene, wenn man zum Beispiel selbst mit Ländern wie Israel vergleicht, die ja mal gerade eine Fläche haben, die so groß ist wie unser Bundesland Hessen, die haben ungefähr 1000 KI-Startups und sind sehr, sehr gut auch im Vermarkten. Also dementsprechend, das ist immer noch ein großer Schub, den wir da zu machen haben, um einfach zahlenmäßig deutlich mehr auf die Straße zu bringen. Und Universitäten spielen hier echt eine entscheidende Rolle. Also man sieht es immer wieder, wenn man mit KI-Gründerinnen und Gründern spricht, dann sagen die wirklich in großen Zahlen,
Die Nähe zu Universitäten war für sie der größte Bonus. Also 73,5% sagen das, dass die Nähe zu Universitäten für sie wirklich das größte Asset war. Auch Netzwerk zu anderen Startup-Gründerinnen und Gründern kann ein enormer Vorteil sein. Auch da können Universitäten natürlich auch eine große Rolle spielen. Und auch wirtschaftspolitische Initiativen, wie zum Beispiel die Hub-Gründungen, die Förderangebote. Und daher ist so großartig auch, was in Heilbronn gerade passiert mit dem IPAI, dass da wirklich ein Ökosystem entsteht, das die Universitäten mit einbindet, die ganzen Studierenden aus den Universitäten, die Finanzierung bereitstellt, auch mit Acceleratorenprogrammen wie den Campus Founders, da auch wirklich die Leitlinien an die Hand gibt, sodass die Studierenden auch wissen, wie sie ihre Startups umsetzen. Und genau solche Gründungsstandorte, solche Ökosysteme, die sich rund um Universitäten bilden, die brauchen wir in Deutschland, damit wir da auch mehr Gründerinnen und Gründer hervorbringen. Ja, man merkt es schon, ich bin total begeistert vom Gründen und hoffe sehr, dass ich euch auch diese Ambition auch ein bisschen mit an die Hand geben kann, weil KI-Gründertum ist wirklich eine enorme Karrierechance. Und gerade, glaube ich, für Leute, die aus dem Studium kommen und sich überlegen, wie sind jetzt die nächsten Schritte, wo kann ich viel lernen, wo kann ich wirklich auch meine Karriere boosten. Weil Gründen gibt einem viel Eigenständigkeit. Man muss sich ausprobieren, weil man hat niemanden, der einem von oben quasi vorgibt, was man den lieben langen Tag zu machen hat, und hat sich ja das Ziel gesetzt und eine Verantwortung auch gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das Ganze jetzt nach oben zu bringen. Das heißt, man probiert sich aus, man lernt aus seinen Fehltritten, macht es das nächste Mal besser, und das gehört zum Gründungsmindset auch dazu. Auch spiegelt sich dann entsprechend natürlich die eigene Arbeit im Erfolg oder auch teilweise in den Fehltritten wieder. Also man kann einfach ganz klar erkennen, so hey, schau mal, wie geil das ist, was ich jetzt aus dem geschaffen habe, was ich auf die Straße gebracht habe. Man lernt nie aus, man lernt jeden Tag was Neues dazu. Man ist an dem Zukunftsthema Nummer 1 dran im Bereich der künstlichen Intelligenz, und man kann auch einen Mehrwert stiften. Das ist vielen Gründerinnen und Gründern ein besonderes Anliegen, auch zu gucken, wie kann man ein Unternehmen schaffen, wo Leute gerne arbeiten und jeden Tag auch zusammenkommen. Wie kann man ein Unternehmen gründen, das wirklich zum Klimaschutz auch beiträgt, den CO2-Abdruck senkt? Wie kann man soziale Komponenten noch mitdenken, sodass man wirklich einfach einen Mehrwert gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich schafft und da auch der etablierten Wirtschaft durch die Frage der digitalen Transformation und diese große Herausforderung hilft. Gut, aber die große Frage ist natürlich, wie startet man jetzt ein erfolgreiches KI-Startup? Und die Liste hier ist wirklich nicht umfassend. Da müsste ich einen ganzen Vortrag drüber machen, und bin da auch offen. Wie gesagt, kommt gerne im Nachgang, wenn ihr euch dafür interessiert, auf mich zu, und ich helfe auch gerne weiter. Aber vielleicht ein paar Leitpunkte, wo man anfangen sollte und was ich immer wieder sehe, was erfolgreiche von weniger erfolgreichen Startups unterscheidet. Ein Punkt, der jeder gehört haben wird, wenn er ein Startup gründet, ist Hypothesen testen. Das hängt einem irgendwann zu den Ohren raus, aber das ist wirklich der wichtigste Punkt. Es geht darum, bei Fragen, man setzt sich ja am Startup, bei einem Startup die Hypothese quasi, man hat dieses Problem und man hat diese Lösung. Aber das ist letztlich nur eine Hypothese, die es eben zu testen gilt. Das heißt, man muss sehr viele Gespräche führen mit potenziellen Kunden, muss verstehen lernen, ist das wirklich ein Problem, was die haben? Und ist die Lösung, die man dafür vorschlägt, auch wirklich eine, die darauf passt und die nutzen würden und zu denen sie bereit wären, auch zu zahlen letztlich? Und deswegen ist auch der zweite Punkt so entscheidend, auch wenn er vielleicht gar nicht so intuitiv klingt, fake it until you make it. Was ich immer wieder sehe im KI-Bereich ist, es muss sehr viel Zeit da reinfließen, die KI-Technologie zu entwickeln, mit denen man dann später rausgeht. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man recht früh, auch wenn die Technologie noch lange nicht ausgereift ist und vielleicht noch nicht mal einen MVP jetzt entsteht, dass man anfängt, auch wirklich eine Lösung parat zu halten. Also zum Beispiel im Chatbot-Bereich gab es einige Beispiele davon, die das sehr clever gemacht haben. Bevor man jetzt den Chatbot
final hat und den Kunden zur Verfügung stellen kann, hat zum Beispiel ein Unternehmen, mit dem wir auch im Verband eng kooperieren, sehr viel den Menschen noch dahinter geschaltet. Das heißt, der Kunde hat wie bei einem Chatbot seine Fragen gestellt, aber statt dass die KI quasi darauf antwortet, hat der Mensch darauf geantwortet. Und die Technologie war deswegen in keinster Form zu dem Standpunkt ausgereift. Aber was halt clever war zu dem Zeitpunkt, ist, dass die gegenüber ihren Investoren dann schon sehr früh unter Beweis stellen können, hey, der Markt ist da, die Leute kaufen dieses Produkt, die brauchen das, wir sind an einer großen Sache dran und wir müssen jetzt nur noch bei der Technologie hinterherkommen. Also dementsprechend nicht zu lange damit aufhängen, zu entwickeln, sondern recht früh schon mit einem ersten Produkt rausgehen, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass man den Menschen noch in die Gleichung mit reinnehmen muss und dann zunehmend halt immer weniger mit reinnimmt. Aber das hilft, um einfach zu überprüfen, ist das wirklich ein Thema, an dem wir hier dran sind, an dem wir dranbleiben sollten, oder müssen wir nochmal neu justieren und einen neuen Bereich finden, der hier wirklich den Pain unserer Kunden adressiert. Eine große strategische Frage ist für viele auch Risikokapital oder Bootstrappen. Also das heißt, verlasse ich mich auf Investoren, gehe ich auf Investoren zu und gebe damit natürlich auch recht viel von meiner Eigenständigkeit ab, indem wir Investoren dann ins Board mit reinnehmen. Oder lohnt es sich zu bootstrappen, was so viel heißt wie über den Umsatz sich selbst zu finanzieren, ohne dass man Fremdkapital mit reinnimmt und entsprechend selbst eben Eigentümer des Unternehmens bleibt. Und ich glaube, das ist etwas, was sich viele Unternehmen gerade im Startup-Bereich gar nicht so oft am Anfang strategisch vor Augen halten, sondern einfach machen, weil viele Startups eben mit Investoren auch zusammenarbeiten. Aber ich glaube, das muss man sich nochmal überlegen. Passt das zur Persönlichkeit? Passt das zum Unternehmen, dass man eben sehr viel auch der Eigenständigkeit dann abgibt und neue Leute mit an Bord holt, die natürlich auch über den Ausgang und die Nachhaltigkeit des Unternehmens mitentscheiden? Was ich sonst sagen kann zum Thema Risikokapital ist, es gibt das Exist-Stipendium, was sicherlich auch in Heilbronn über die Universitäten vergeben wird. Das ist ein super Weg, um sich das erste Jahr zu finanzieren. Also wer sich überlegt, wirklich aus dem Studium heraus ein Startup zu gründen, der ist bei einem Exist-Stipendium meist recht gut aufgehoben. Und auch die Acceleratorenprogramme, ich hatte die Campus Founder gerade angesprochen, lohnen sich oft, wenn man wirklich das erste Mal gründet und noch recht verloren dabei ist, zu wissen, wie geht das jetzt, welche Skills brauche ich dafür, was muss ich beachten. Dann ist man bei Acceleratorenprogrammen auch ganz gut aufgehoben. Man muss nur wirklich aufpassen, passt das wirklich vom Netzwerk auch gut zu der Ausrichtung des Unternehmens? Also können die einem wirklich weiterhelfen bei den Fragen, die man selbst hat, bei den Kunden, die man erreichen muss. Da lohnt es sich manchmal auch wirklich dann eher auf Acceleratorenprogramme zuzugreifen, die eben sehr stark eine Ausrichtung haben in die Richtung, in die das Unternehmen auch dann letztlich geht. Genau, und dann letztlich vielleicht noch als Hinweis, auch das finde ich immer ganz gut, viele Startups suchen händeringend nach Mentoren. Und wenn man Startup-Gründerinnen und Gründern, wir hatten jetzt gerade von Sven zum Beispiel davor gehört, die haben eh schon 60-Stunden-Wochen. Da wird keiner Zeit haben, dafür Mentor zu werden. Deswegen lohnt es sich tatsächlich recht früh in einem Unternehmen auch Business Angels mit an Bord zu holen. Das sind dann Privatinvestoren. Viele Gründerinnen und Gründer der zweiten oder dritten Generation wollen auch in ihr Geld quasi wieder reinvestieren in das Startup-Ökosystem und sind bereit, da mit Startups zusammenzuarbeiten. Und die sind dann natürlich entsprechend auch monetär beteiligt und deswegen auch ein guter Anreiz natürlich, sich da auch als Mentor mehr einzubringen, das Know-how einzubringen, weil der Erfolg des Unternehmens zahlt sich dann auch entsprechend für die natürlich direkt aus. Also das lohnt sich sehr, sehr stark auf Business Angels zuzugreifen. Auch da gibt es zum Beispiel Business Angels Netzwerke, über die man dann Privatinvestoren finden kann. Genau, das vielleicht als wichtiger Hinweis. Kommunikation ist das A und das O. Der letzte, wie ich finde, recht wichtige Punkt, weil ich das immer wieder feststelle in Interaktionen, gerade mit den KMUs, die beim Thema KI noch sehr am Anfang stehen. Man setzt sehr viel meistens voraus an Know-how, was das Gegenüber hat. Und gerade im KI-Bereich wissen viele, also alle haben KI schon mal gehört, aber keiner weiß wirklich, was verbirgt sich dahinter. Und es ist ja auch eine Technologie, die einfach ein weiter Blumenstrauß ist.
Für KMUs ist immer besonders wichtig zu verstehen, was ist der Return on Investment? Was bekomme ich also, wenn ich einen Betrag X in ein Unternehmen investiere, am Ende auch wieder bei raus? Und dementsprechend, das ist was, was sehr viele Startups, glaube ich, bei ihrer Kommunikation oft vergessen, ist, was ist der Business-Mehrwert auch für das Unternehmen und wie kann ich den möglichst klar herabbrechen, sodass die Unternehmen verstehen, was sie auch dabei rausbekommen. Gleichzeitig ist, glaube ich, wichtig, dass man sich erstmal spitz aufstellt, nicht zu breit aufstellt und versucht, sein Produktportfolio irgendwie sehr, sehr breit zu machen, um die gesamte Lösung zu sein für ein Problem, weil Probleme ja meistens aus verschiedener Richtung adressiert werden können. Also je spitzer und vielleicht auch spitzer auf einen Sektor oder auf einen Use Case spezifisch heruntergebrochen, desto besser eigentlich meist am Anfang. Und man kann ja dann immer noch sukzessive später entscheiden, das weiter aufzudröseln. Dann vielleicht noch einige Punkte, die mir auch besonders wichtig sind. Der KI-Bereich muss diverser werden. Ich glaube, das wird sehr offensichtlich, sobald man mal in den KI-Bereich reinschaut. Gerade die Diversität bei KI-Startups ist schon vergleichsweise gut, wenn es um Internationales geht. Also der Anteil an Migrant-Founders zum Beispiel ist höher als bei Startups im Generellen, bei 25,6%. Auch der Anteil internationaler Mitarbeitenden ist auch sehr hoch bei KI-Startups, bei 33,4%. Das liegt an dem ganzen Tech-Know-how, den wir bei den KI-Startups oft sehen, der eingekauft wird quasi auch. Die sind oft eben englischsprachig auch unterwegs und locken so eben auch sehr viele internationale Mitarbeitenden an. Aber was sehr deutlich wird, ist, dass der Gründerinnenanteil immer noch viel zu niedrig ist. Der liegt gerade mal bei 12,3% bei den KI-Startups, was den Gründerinnenanteil anbelangt, und bei den Mitarbeitenden bei 29,3%. Ich glaube wirklich, und deswegen, damit will ich dann auch langsam zum Ende kommen, aber die Folgen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen davon sind wirklich sehr, sehr groß. Also zum einen schauen wir natürlich in diesen Bereich der Voreingenommenheit dadurch sehr, sehr stark rein. Also wir haben ein Bias, der auftritt, dadurch, dass die algorithmischen Modelle ja natürlich auch von Menschen gemacht sind, die Daten auch letztlich menschliche Vorurteile widerspiegeln. Und es fällt uns oft viel leichter auf, wenn wir diverse Teams haben, die daran arbeiten und so viel leichter feststellen können, dass irgendwas nicht ganz stimmt und man vielleicht sich nochmal die Modelle anschauen muss oder halt auch die Datenlage anschauen muss. Aber besonders wichtig finde ich auch den Punkt aus der quasi Diversitätsperspektive gesprochen, der mangelnden Teilnahme und auch der Möglichkeiten, die dadurch natürlich versäumt werden. Weil es ist wirklich eine Chance, ein riesen Zukunftsfeld mitzugestalten, auch die Ausrichtung, die KI nimmt in der Zukunft, mitzugestalten und so einen Einfluss darauf zu haben, wie wir unsere Welt von morgen gestalten. Und auch natürlich, klar, es sind riesen Weiterentwicklungspotenziale im Bereich KI. Es wird einfach ein Fachkräftemangel, der ist jetzt schon en masse, der wird in den nächsten Zeiten nur noch höher, weil wir einfach sehr viele Tech-Talente brauchen. Und es wird weniger, glaube ich, ein Problem sein, dass Arbeitsplätze wegfallen, sondern mehr ein Problem sein, von wegen, dass der Mensch mit KI den Mensch mit dem PC in Zukunft ersetzt. Das ist eine Evolution, die, glaube ich, so weitergeht, wie wir sie in den letzten Jahren auch schon gesehen haben. Der Mensch ohne PC hat auch den Mensch mit PC, andersrum, der Mensch mit PC hat den Mensch ohne PC ersetzt. Und dementsprechend, glaube ich, das ist eine Chance, die wir auch nicht versäumen lassen sollten, sondern vielmehr, wo sich alle, egal welchen Hintergrund, ob sie jetzt Techies sind oder Sozialwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, Naturwissenschaftler und natürlich auch die ganzen Wirtschaftler, sollten sich alle angesprochen fühlen, in diesen Bereich reinzuschnuppern. Das ist nicht nur ein Bereich, der sich für Techies eignet. Man muss nicht coden können, um im Bereich KI erfolgreich zu sein. Wir brauchen alle Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, um das zum Erfolgsprojekt zu machen. Und das auch zum letzten Punkt, mangelnde Innovation. Dadurch sieht man auch die mangelnde Innovation natürlich, weil dadurch, dass es nur aus einem Blickwinkel immer, nämlich aus dem Blick der Techies quasi auf das Feld der KI geschaut wird und uns eben die Einblicke fehlen aus dem Bereich
von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Geschlechter, geht uns auch viel Innovation verloren. Und es gibt genug Statistiken dazu, die zeigen, dass vielfältige Teams deutlich erfolgreicher sind in dem, was sie machen, als es so ist, wenn wir eben die Teams möglichst homogen aufstellen und alle im Grunde gleich denken. Genau, damit komme ich auch schon zum Schluss und möchte nur noch mal ein abschließendes Plädoyer machen. Es ist wirklich eine Riesenchance, wenn wir hier in Europa auch Startups bauen im KI-Bereich, weil KI-Startups fördern den digitalen Wandel in unserer Industrie. Sie sind verantwortungsbewusst gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt, beziehen auch ethische Fragen, Bias, Transparenz mit ein und wahren sehr hohe Standards für Datenschutz und Privatsphäre. Deswegen glaube ich, künstliche Intelligenz aus Deutschland kann die Welt verändern und ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr ein Teil davon seid. Danke. Vanessa, tausend Dank. Tausend Dank. Wir gehen jetzt gleich in die Pause, deswegen, wenn wir eine Minute überziehen, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Eine Frage aus dem Netz, die ich sehr interessant finde, die an das anknüpft, was du sagst. Wie können KI-Startups mit anderen Unternehmen, Regierungen und NGOs zusammenarbeiten, um gemeinsam an nachhaltigen Lösungen zu arbeiten? Das erfahren wir ja hier in Baden-Württemberg total massiv, ja, was dieser KI-Campus auslöst und wie dieses sehr diverse Netzwerk, das haben wir gestern über eine Stunde diskutiert, wie fruchtbar das ist. Was sind deine 1, 2, 3 wirklich Speed-Dating-Modus? Was sind deine 1, 2, 3 Gedanken dazu? Ja, also ich glaube, KI-Startups sind halt ein super wertvoller Beitrag, um Innovationen in etablierte Unternehmen zusammen zu bringen. Dafür braucht es Ökosysteme, also das wäre mein Punkt 1. Also es braucht Ökosysteme wie in Heilbronn, wo sich die Leute begegnen und überhaupt zusammenfinden. Es braucht KI-Startups, denen bewusster wird, Was brauchen die KMUs? Also sehr stark aus der Perspektive des Kundendenkens auch klar den Return on Investment rauszustellen. Und genau, letztlich, glaube ich, mehr Mut von allen Beteiligten, auch eine Fehlerkultur zuzulassen und zu sagen, hey, let's do it, wir probieren es aus und wenn es nicht fruchtet, haben wir zumindest was draus gelernt und probieren es im nächsten Projekt wieder. Du knüpfst direkt an das an, was Sven auch gesagt hat. Wir haben noch eine letzte Frage. Und zwar möchte jemand wissen, was sind die konkreten Kompetenzen, die wir an den Universitäten fördern sollten, um die Studierenden fit für die KI-Welt zu machen? Jetzt mal disziplinär oder institutionell übergreifend. Ja, eben nicht nur die KI-Fakultät oder die IT-Fakultät. Gerade weil ja nicht alle coden sollen, wie du sagst. Können sollen. Absolut. Also ich glaube, Punkt 1 ist definitiv Datenkompetenz. Wir brauchen alle Datenkompetenz. Ich glaube, das hat die Covid-Pandemie nur mehr gezeigt. Wir haben jeden Tag in der Tagesschau irgendwelche Zahlen vorgesetzt bekommen und wussten nicht ganz, wie wir die einordnen können. Also dementsprechend, wir brauchen alle Datenkompetenz. Das wäre Thema Nummer 1. Das zweite ist sicherlich, überhaupt aufzuzeigen, dass eine Karriere in einem Startup oder auch eine Karriere als Gründerin und Gründer natürlich ein total plausibler Schritt ist und wir nicht zu großen Namen gehen müssen, um erfolgreich zu sein in unserer Karriere. Also ich glaube, das ist auch noch mal wertvoll. Oft, glaube ich, ist immer noch dieses Bild von wegen, oh je, das ist aber ja sehr unsicher und verlierst du da nicht irgendwann deinen Job? Nein, also wir stehen vor einer riesen Fachkräftekrise, also dementsprechend diesen Weg überhaupt aufzuzeigen als einen plausiblen Weg. Und da auch mehr, und das wäre so der dritte Punkt, mehr Entrepreneurship auch zu unterrichten in allen möglichen Bereichen, dass wir halt mehr diese Hands-on-Mentalität bekommen und mehr auch die Potenziale in der Selbstverwirklichung sehen. Und genau, also alles in Richtung Gründertum, Entrepreneurship lohnt sich total als Fachbereich in die Soft Skills mit einfliegen zu lassen. Ich glaube, ich bin nicht alleine hier im Raum, dass du so ein tolles Role Model bist, mit dieser Start-up-Mentalität und diesem Gründerinnengeist in einen Verband zu gehen, an die Spitze eines KI-Bundesverbands. Allerletzte Frage, kurze Antwort. Wann macht es Sinn, den KI-Bundesverband zu adressieren oder schwebt ihr irgendwie als B2B-Lösung da oben, um europäisch was voranzubringen? Oder gibt es auch eine Flanke zu uns als UserInnen? Absolut. Also wir verstehen uns wirklich als Vernetzer. Bei uns sind sowohl die Forschungsinstitute dabei, wir sind viel in Interaktion mit der Politik, mit den VCs, mit den Startups, die natürlich bei uns Mitglied sind, die Etablierten. Also jeder kann bei uns in irgendeiner Form mitwirken und wir vernetzen natürlich gerne, wenn es jetzt Fragen gibt, zum Beispiel Richtung hier einen Job in einem KI-Startup, da helfen wir gerne und vermitteln da weiter. Super. Vanessa, weiterhin alles Gute. Nächstes Mal wieder live und in Farbe, hoffentlich in Heilbronn oder in woanders in Bavü. Mach's gut. Tausend Dank, dass du dabei warst. Danke. Danke, Vanessa.
Wir machen jetzt genau, wenn ich richtig rechne, ungefähr 17,5 Minuten Pause. Und dann fragen wir, who's afraid of GPT? Und wir haben einen ganz tollen Speaker, Manuel Dolderer. Das Interessante ist, dass er auf der einen Seite Economist und auf der anderen Seite Edupreneur ist. Das passiert genau um 11 Uhr in 18 oder 17, inzwischen 17 Minuten. Wir freuen uns auf euch gleich, fangen dann auch pünktlich an und machen weiter bei dem wichtigen Thema und sehr aktuellen. Vielen Dank.